Ja, moin zusammen und willkommen zurück in im zweiten Kapitel inzwischen schon von den New York Mysteries. So, Keller. Dann lass uns mal. Warte mal, ist das nicht für hier? Nee, das ist offensichtlich nicht. Ups, wofür ist denn das? Da geht's. Ist das der Keller? Ja, in der Küche ist irgendwo. Ja, ist irgendwie schon sinnvoll. Muss ich nochmal drücken? Eben muss nochmal drücken. Okay. Gehen in den Keller. Here's the painting that I need to finish. Where are the paints? Okay, also hier sind einige Paints. Oh nee, warte, wir müssen ja erstmal andere Sachen gucken, ne? Das sieht auch wieder so realistisch aus. Das sieht ja auch wieder wie eine Tür aus, ne? Das nehme ich mit. Haha, du bist mir. Okay, aber das war nur das Morphing-Objekt. Warte, warte, warte. Hier gibt es doch sicherlich noch einen Teil 2. Nee, da möchte ich noch nicht ran. Was kann es sein? Also, es ist zumindest nicht so das Übliche, ne? Ach, hier, doch, natürlich, da ist ja der Hut. Haha, 1 von 12? Moment, wir haben doch schon eine ganze Menge Hüte gefunden. Ach, ist jetzt ein anderer Hut oder was? Ach, na gut. Also, wir gucken uns erstmal um. Da ist ja was drin eingemauert. Warum das denn? Seltsamer Klumpen. Und Geschichte. Eine andere Welt. Die hat mich lange Zeit in Gedanken beschäftigt. Das Wissen um ihre Existenz ist sowohl ein großes Geschenk als auch ein ungeheuerlicher Fluch. Ich sehe sie in meinen Träumen und träume in der Realität von ihr. Ich begann ein zurückgezogenes Leben zu führen, weil ich nicht mehr wusste, worüber ich mit den anderen Menschen sprechen sollte, die ihre Rätsel nie gesehen und nie Seidenkräuter berührt hatten, die ölige Spuren auf ihren Handflächen hinterließen. Es bleibt nur zu hoffen, dass ich früher oder später etwas finden werde, das mich ein für alle Mal in diese mit dieser Welt verbindet. Schön. Er möchte also unbedingt zurück. Aber ist es in seinem Zustand überhaupt noch möglich? Oder sinnvoll, wenn die andere Welt auch so gefährlich ist? Ich weiß ja nicht. Hier haben wir erstmal eine Ölkanne, das ist gut. Hier kann ich alles mögliche Zeug abladen, das ist gut. So, aber hier liegen doch schon Farben herum. Nee, warte, an die komme ich gar nicht ran. Da ist auch noch. Nee, da komme ich nur dahin. Okay. Gut, das scheint jetzt nicht so. Was ist denn hier? Es fehlen 3 Sechsecke. Woher weißt du das? Oh, 1, 2, 3. Ja, okay, ich höre auf zu motzen. Ist ja schon gut. Nette Kreatur. Schick. Ich würde nie, echt nicht, die Fähigkeiten und die Fantasie meines Opas zu bewundern. Er hat noch keine Ahnung, ne? Er ist noch völlig ahnungslos. Okay, also ich gehe erstmal wieder hoch. Öl hier. Das sollte doch sich hier als nützlich erweisen. Ja, sieht gut aus. Oh, da ist ja das Geweih. Na sowas, wie kommt das denn hierher? Und das Buch, das können wir doch auch. Nee, Moment, das Buch ist hier. Sieh an, verschiedene Pinsel. Gut versteckt. Warum? Er konnte sie nicht mehr sehen. Er konnte nicht mehr malen und konnte nicht mehr die Pinsel angucken, die er ja nicht mehr benutzen konnte. Geheimnisvoller Schlüssel. Ja, okay. So haben wir denn hier noch was? Also ich werde den Verdacht nicht los, dass das eigentlich eine Tür ist. Guck mal, hier hört auch die Holztäfelung auf. Das ist garantiert, Alter, ist garantiert noch irgendwas dahinter, ganz sicher. Okay, aber sonst nichts. Gut, fein. Juhu. Der guckt mich immer so an, ne? So, das sollte Schlüssel. Hat sich was verändert? Oder warum haben wir gerade die Detailansicht bekommen? Keine Ahnung. Schlüssel. Tudum, tudum. Und hier There wird was a set gewimmelt of Twist. paints used to paint the picture. I need to find them all. Alle. Jawohl. Vollkommen richtig. Nummer 1. Nur, das ist nicht Nummer 2. Das ist Nummer 2. Auch nicht. Hier sieht so vieles aus wie eine Farbdose. Warte mal wieder runter. Da ist auch noch eins. Ja. Warte mal, das gehört hier hinein. Okay. Farbdose. Du da dran und du dann dort dran. Ja, cool. Ui, im Kopf versteckt. Nicht schlecht. Und da ist nichts. Und hier ist nichts. Und da ist sowieso nichts. Und ist das ein? Das ist eine, sehr gut. Hier. Ui. Okay, eine Menge Stifte. Da ist auch noch eine. Sonst noch was? Da ist auch noch was. Okay. 8 von 15. Wir kommen dem näher. Oh.
Okay, cool. Nix. Nochmal. Da ist auch noch eine. Sehr klasse. Noch eine? Nee, das haben wir vorher schon gesehen. Gut. Warte mal, da stand aber auch. Hat das was zu bedeuten? 01? Weiß ich nicht. Ja, da ist eine drin. Und hier ist eine drauf. 10. Diese ganzen Sachen hier, ne? Was hat er denn da überall dran gebastelt? 10, das ist. Ja, das war noch eine. Das lässt sich verschieben. Okay. Nix, nix. Kuckuck. 13 von 15. Zwei mehr. Klicke auf die gewünschte. Du hast den Hinweis schon gesehen. Was? Hab ich? Bist du sicher? Eins. Nö. Habe ich den hier schon gesehen? 10 ist Quadrat. 10 ist Quadrat. Okay, also 10. 1 haben wir gesehen. Nur die Nummern, die wir bereits gesehen haben. Da ist ein W. AS. Das hier ist eben die 01, ne? Ist hier noch was? War noch was drin? Nee. Nee, da ist keine Schmiererei mehr drin. Nee. Uiuiui. 10. Aber mehr, haben wir noch mehr? Offensichtlich haben wir noch mehr gesehen. Aber was denn? Was schwebt dir so vor? Dreieck wird nicht gefordert. Ich weiß nicht, was wir noch gesehen haben. W, bla bla bla. 7. 7, bla bla bla, 7. Ja, sehr gut. So, was haben wir hier? Zeig mal. Das sieht fest verschlossen. Unglaublich. Hier ist noch eine Farbdose. Und irgendein Öffnerli. Da. Ein Öffnerli. Fummel und nichts drin. Doch. Alles klar. Farben. Yes. So, die kann ich hier reinlegen. Noch etwas? Palette, Pinsel. Ach, richtig, natürlich. Die Pinsel muss ich auch platzieren. So, fertig. Oh, und er hat es I schon hope fertig Grandpa will gematscht. like the result. I don't know why he asked me not to draw a creature. However, it's probably for the best. Glaube ich auch. Aber guck mal, meine Opa sagen, das sieht, ach, es sieht so realistisch aus, als könnte man da dran zupfeln und dann würde irgendwas passieren, ne? Aber gut, wir gehen erstmal zurück. Ich soll ja Opa erstmal Bescheid sagen. Juhu! I finished the painting. I can't say that I'm happy with the result. But maybe that's the best I can do. You are too hard on yourself. I'm sure it turned out great. You have helped me a lot, and I will remain indebted to you. It's not necessarily. It's just, I did it out of kindness. There's nothing to be discussed. Oh, the bedroom lights went out again. Can you recheck the fuses? It could start a fire. Was hast du vor? Repariere das Licht. Du möchtest nur, dass ich das Haus verlasse. Ja, du möchtest nur, dass ich das Haus verlasse, damit du irgendwas machen kannst, ne? Und? It's strange. It burned out again. I'll replace it one more time and we'll say that I'm finished. Okay. Er ist weg, ne? Siehst du? Er ist weg. Was ist denn das? Das grüne Zeug, da ist es wieder. Ist der Opa der U? Oder vielleicht war das gar nicht sein Opa. Das war schon das Monster oder der Opa ist das Monster. Woher hat Opa gewusst, dass er die Fähigkeit hat? Oh, sollte sich am Ende herausstellen, dass er eigentlich auch das Monster da aufzuhalten versucht?
Ui. Aber wie cool, ne? Wie cool gemacht. Oh. Oh nein, das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Oh. This place. How did I get here? I'm in the landscape that I just finished painting. It looks like everything is hand-drawn. I need to find my grandpa. Allerdings. Oh. So, das nehmen wir erstmal mit. Ah, guck mal, 2 von 12. Hey, zählt das da oben als Morphing? Nee, zählt es nicht. Was zählt als Morphing? Irre, ne? Irre. Aber solche Geschichten gab es ja schon häufiger. Sei es halt eben in Bilder eintreten, Türen in eine andere Welt, Bücher. Warte mal, wie hieß es denn noch? Tintenherz und Co. Oh, Bücher waren fantastisch. Ich komme nicht dran, ja. Ich suche eigentlich auch nach... Nach was suche ich eigentlich? Irgendwas, was sich bewegt. Wir können hier so viel angucken, aber was ist denn... Welches ist denn der Teil, der sich bewegt? Okay, gut. Komme ich gerade nicht drauf. Dann lass uns doch mal irgendwas probieren. Okay, cool. Nochmal? Nee, reicht. So, jetzt komme ich da irgendwie ran. Irgendein komischer Schmutz. Moment, mit dem Stock komme ich da... Nee, das funktioniert nicht. War klar. Hier, da ist so ein 1 von 3 Edelstein. Mhm. Sieht aus wie ein Springbrunnen. Tja. Ja, was auch immer hier noch zu tun ist. Da, den Lappen nehmen wir mit. Und da ist noch ein Edelstein. Cool. So, da jetzt die Menge der Objekte schon ein bisschen eingeschränkt ist. The green slime that was in the house is here as well. It's worth following this trail. Mhm. Das würde ich allerdings auch sagen. Was kriegen wir? Lösungsmittel, ausgezeichnet. So, warte mal, komme ich damit da schon mal ran? Ja, das geht. So, und jetzt nur noch mit dem Lappen abwischen, ne? Ah, sieh an, was wir da haben. 1 von 3. Okay. Oh, das ging automatisch. Ist ja irre. So, jetzt aber, Moment, ich löse schon alles Mögliche, aber habe noch nicht das Morphing-Objekt. Da ist es doch. Ja, alles klar. Ach, was mache ich mir überhaupt Gedanken? 22 von 42. Nun. Ordne die Edelsteine so an, dass die Strahlen das gesamte Feld abdecken. Mhm. Okay. Gut, also du, würde ich sogar behaupten, bist hier schon fast richtig. Was machst du? Du hast den nach da. Du bist dann dort am besten angesiedelt. Du hier. Passt noch nicht ganz, ne? Warte mal, was machst du denn alles? Nur den Strahl dorthin. Das gesamte Feld, bist du sicher? Hm. Na gut, lass mich dich mal dahin bringen. Warte mal, du bist besser hier aufgehoben. Du machst sowas. Und du strahlst 2 weit, ne? Hm. Nee, das war jetzt nicht die cleverste Idee. Aber warte mal, der strahlt weiter. Augenblick. Dann kann ich den doch auch hier hinbringen. Und wenn ich dich dann irgendwie... Nee, das ist ineffizient. Okay, es darf kein Edelstein da sein. Ach, warte. Doch, ist doch ganz easy. Du kommst hierhin und du kommst dahin. So. Was jetzt? Was hat das ausgelöst? Ich bin nicht sicher. Ich komme immer noch nicht dran. Das ist ja blöd. Ah, warte mal. Kann das sein, dass diese komische Figur irgendwas hiermit zu tun hat? Nee, ist mir nicht von Nutzen. Ha. Aber was hat das hier denn jetzt gemacht? Also es ist ja irgendwie nichts passiert. Auf den Button kann ich auch nicht drücken. Hm. Mit dem Kopf kann ich ihn runterholen. Nee. Oh. So, so. Das waren also Spiegel. Und jetzt komme ich da hoch. Everything here looks like the pictures my grandpa painted. Where is he? Can he be at that lighthouse? Hm. Ich glaube, er ahnt langsam was, ne? Kann das sein?
Sammelobjekt gefunden und nach da geht's, nach dort geht's. Ja, da drüben ist nichts. Okay, das ist auch in Ordnung. Was bewegt sich? Habt ihr schon was sich Bewegendes gesehen? Nö. An dem Vieh hier. Der riesige Oktopus. Okay, ich sehe nichts, was sich bewegt. Na gut, dann machen wir erstmal das da. Oh nein, der Stift ist so dick und so dicht gewebt. Da komme ich ja gar nicht dran. Und auch da komme ich nicht dran. Ist ja blöd. Hier, ohne Griff lässt sich das aber nicht drehen. Na schade. Und hier muss ich auch noch eine Harpune oder sowas einsetzen, ne? Ja, im Moment noch nicht. Na gut. Ich gucke immer noch nach dem, beweg dich nicht. Hier, da ist, das ist nichts. Hier braucht es eine bestimmte Figur. Es sollte etwas in den Händen der Statue sein. Schade, ich würde dieses Ding gerne loswerden. Von wegen. Bäh. So, da kommt, ja, verschlossen. War ja klar. Da oben, nee. Sieht nicht so aus, als ob der Oktopus wirklich tot wäre, ne? So wie der den Leuchtturm umklammert hält. Was bewegt sich hier? Ach da, warte, da ist es doch. Oh, das war zu... Ja, nun gut, was auch immer. Hier, da kommen wir auch hin. This is the same monster that was in my grandpa's painting. I hope it doesn't wake up anytime soon. Ja. Hoffen wir es mal, ne? Ein Stöpsel, sehr gut, für die Badewanne. Okay, nach was? Da können wir ran. La la la. Hier ist nix, nix, nix. Da kommen wir auch ran. La la la. Nix, nix, nix. Hier. So. Ich möchte nicht zu nah rankommen. Verständlich. Lieber nicht reingreifen, ne? Nein, lieber nicht reingreifen. Ich möchte nicht meine Hand verlieren. Wer möchte das schon? Das hier ist... es wird nicht einfach sein, den Kristall zu bekommen. Vielleicht entweder da was einsetzen oder... abfackeln. Was einsetzen ist die Ansage. Da geht's, ja, da geht's nur wieder dorthin zurück. Okay, warte mal, wir können gar nichts weiter machen. Echt jetzt? Das ist aber blöd. Wir haben nur das da und sonst nichts da. Okay, was kann ich denn mit dem Stöpsel machen? Hier nix. Hier, ach warte mal, den Stöpsel kann ich doch hier einsetzen. Aha. Echt? Na gut. Ja, warum nicht? Die Sonne. Hier. Jo. Minispiel. Lege die Spielsteine. Was? Lege Spielsteine auf alle Zellen mit einem grünen Punkt. Okay. Die Spielsteine können sich nur bewegen, indem sie über einen anderen Spielstein springen. Entweder vertikal oder horizontal. Also sowas wie das hier. Bist du denn? Du kannst dich nicht bewegen. Alles klar. Das heißt, wenn ich dich dahin bringe. Nee, das bringt ja nichts. Dich kann ich also dorthin bringen. Dann könnte ich euch erstmal so dahin fummeln. Ich glaube, ich habe mich schon verzettelt, ne? Kann das sein? So. Ist das ja. Nee, warte mal, der muss da ja hin. Also insofern ist alles gut. Aber warte mal, es wird einfacher, wenn ich das so mache. So und so. Die beiden mussten befummelt werden. Der hier kann raus. Ja. So, dann kannst du nach da oben. Maybe. Kommt der hier da auch rein? Ist das, nee, symmetrisch ist es nicht, ne? So und so. Und so. Nee, ich hab's schon verkaspert, ne? Ja, ich hab's schon verkaspert. Da kam keiner rein, ne? Nee, da kommt keiner rein. So ein Drecksding. Diagonal geht nicht, ne? Nee, es geht nur so. Okay. Tja. Warte mal, ich muss den hier hinsetzen. Nee, muss ich nicht. Ich glaube, ich möchte nochmal von vorne anfangen. Oder kommen wir damit noch klar? Ich bin unsicher. Also, den brauche ich.
um diesen hier einzusetzen. Aber dann stehe ich vor demselben Dilemma. Ich könnte halt... Nee, warte mal, wie ist es denn am klügsten? So. So. So, aber das bringt nicht viel. Nee, es bringt sogar überhaupt nichts. Ha, wer hätte es gedacht, das bringt überhaupt nichts. Ich hatte gehofft, den da unten wegkriegen zu können. So. So, so vielleicht. Dann habe ich schon mal einen mehr auf dieser Seite. Maybe. Nee, bringt nichts. Den muss ich da wegkriegen. Den muss ich nicht da wegkriegen. Sehe ich das richtig, dass die hier alle richtig sind? Die sind tatsächlich alle richtig. Ich brauche also nur noch dafür sorgen. Nur noch vor allen Dingen. Dass die hier korrekt sind. Hat geklappt. Ja. Okay, ein bisschen probieren später, aber läuft. Habe ich hier eigentlich alles gefunden? Ja. Und da auch. Okay, alles klar. Gut, dann nichts wie rein. Steps should lead to the lighthouse, but they are pushed inside the tower. Ist ja blöd. Na gut, wir sehen uns erstmal wieder um, ne? Das nehmen wir nicht mit. Okay, war eine kleine... Oh, das sieht vielleicht nach irgendeinem Rätsel aus, ne? Was muss ich tun? Muschel und Muschel? Nee. Keine Ahnung. Was muss ich tun? Muss ich was tun? Irgendwas werde ich tun müssen, ne? Ich weiß noch nicht was. Beiseite? Nee. Okay, wissen wir noch nicht. Ach, finde 15 Oktopusse. Das? Ach. Ja, okay, ist klar. Gut. Kein Oktopus, kein Oktopus. Keiner. Warte, kein. Das geht nur so. An den komme ich nicht ran. Okay, muss ich so rummachen, ne? Da ist ein Oktopus. Ist da noch einer drin? Hier nicht. Das da könnte einer sein. Das ist keiner. Hier unten drunter, das da ist auch keiner. Okay, sagen wir mal, das ist keiner. Gut, Oktopus haben wir hier. Haben wir dort. Haben wir nicht hier? Da? Ach, zu viel Zeit. Das ist auch so verschiedene Links. Okay, da ist doch einer. Da haben wir auch noch einen. Und sonst haben wir keinen, ne? Nein, sonst haben wir scheinbar keinen. Sonst haben wir schon mal keinen. Reicht aber auch. So, hier ist das eine. Nö. Hier an der Seite vielleicht noch. Da. Das sieht doch auch verdächtig nach einem aus, aber ist es nicht.
Okay. Da haben wir noch einen Korb. Und siehe da, da ist einer drin. Jupp, haben wir. Da ist auch noch einer. Cool. So, hier oben ist nichts. Da ist noch einer. Hier in dem, in der Hut. Da ist einer. Da sehe ich einen. Das lässt sich nicht öffnen. Da ist einer. Oh, irgendwas ist hier unten. Da ist auch einer drin. Cool. Die Schublade ist aber nichts. Ist nur blöd, wenn jetzt da unten auch was gewesen wäre, ne? Okay, 12 von 15. Es fehlen immer noch. 13 von 15. Es fehlen immer noch zwei. Das ist keiner. Das hier haben wir durchwühlt. Das haben wir auch durchwühlt. Da komme ich nur wieder dorthin zurück. Ist denn hier noch einer verborgen? Irgendwas, was ich noch... Ah, hier ist noch einer. Okay. 14. Einen haben wir noch. Da ist aber nichts mehr drin. Okay. Nix. Das hier hatte ich doch ausreichend abgesucht, ne? Ja, ich denke, das habe ich ausreichend abgesucht. Hier lässt sich nichts mehr... Mein Klickfinger macht schon allmählich selber Klick. Also das Gelenk, nicht der Finger. Nein, hier ist nichts mehr drin. So, hier... Farben. Ist aber nichts drin. Da ist auch nichts drin. Da ist er ja. Okay. Nur das Finden der 15 Oktopusse hat dafür gesorgt, dass wir hier hochkommen. Ist hier... Das zählt doch als richtiges... Nee, das zählt nicht als richtiges Bild, siehst du? Deswegen gibt es hier nämlich auch keine Morphing-Objekte und so. Hallo! Was hast du da für ein komisches... Was ist mit dir los? How did you manage to find me? Why? Why did you follow me? I was scared for you. I thought something strange had happened. But I couldn't even imagine what I would face. Treffer. Yes, this is my world. The world of my paintings. My fantasies. I created it. I wanted to escape reality so much that my wish came true. And my fantasy world became real. How did you get here? I designed and drew a passage between the two worlds. That's how I got here the first time. Did I draw the same portal? Yes. I have done this many times. I liked this world more and more. And I spent more and more time here among my monsters. Without warning, I began to turn into a monster myself. When I returned home, I was unable to draw the portal. What should we do next? This beacon is a device that will allow me to return to my previous form. While I was stuck at home, the crystal's power in this beacon almost dried up, and so did my power. Is there anything I can do to help? Maybe there's a replacement. I saw some kind of crystal next to the sleeping monster. Yes, that crystal will work. Let's make a deal. If you help me, I will leave you everything I earned in your world. I would not refuse such a gift. Okay, deal. Sag nicht so schnell zu. Okay, also sehe ich das richtig? Er ist das Monster und ergo, er ist dann auch derjenige, der da rauskommt. Also, der in dem Museum für so viel Ärger gesorgt hat. Warte mal, bevor ich hier alles absuche, lass mal gucken. Da ist es doch. Okay, so, was haben wir hier oben? Da fehlt noch ein Griff. Das ist nicht zufällig genau dieser. Nein, das ist nicht. Fehlendes Detail auf der rechten Seite. Allerdings. So, was haben wir hier unten? Das ist ja aufgebrochen, aber da befindet sich auch etwas unter dem Gitter. Wir sollten es losschrauben. Und hier war irgendwas mit Zahnrädern. Der Griff lässt sich nicht drehen. Ich muss einen anderen Weg finden. Nun. Da blinkt es auch, ist aber nichts. Nee, scheint erstmal alles zu sein, ne? Wo kann ich denn diesen Griff verwenden? Warte mal. Ist das der Griff für hier unten? Es ist der Griff für hier unten. Wunderbar. Okay, und da habe ich Los Harpunos. Noch was? Oh, das sei nehmen wir auch mit. Sehr gut. Guter Plan. Okay, damit bin ich auch raus. Die Harpune.
Warte mal, mit der Harpune kann ich das hier vielleicht öffnen? Nee, kann ich nicht benutzen. Schade. Mit der Harpune. Können wir dem da was antun? Nee, können wir nicht. Da hinten kann ich damit das hier irgendwie stören? Kann ich nicht. Mit dem Seil auch nicht. Okay, kann ich mit der Harpune hier dann rumschneiden? Nee, ich brauche schon diese Figur dann. Ne? Okay. Gut, zurück. Du solltest irgendwas in den Händen halten. Alles klar. Hier. Ich glaube, hier waren wir ganz fertig. Kann das sein? Ja. Sind wir tatsächlich komplett durch. Ist ja irre. Okay. Warum kann ich hier nicht mit der Harpune so rumschneiden? Kann ich das da wenigstens... Das kann ich wenigstens holen. Eimer! Da ist ein Loch in dem Eimer. Nun. Oh, warte mal. Der Eimer könnte uns hinten von Nutzen sein. Sekunde, das könnte funktionieren. Ja. Alles klar. Oh nein. Sauber. Oh oh. Oh oh. Dem tropft nur Farbe aus der Brust. That was close. Now I understand why Grandpa asked me not to draw a monster in the picture. Und trotzdem sind sie hier drin, ne? Und trotzdem ist es auch so, dass sich Opa selbst in ein Monster verwandelt. Eine Art Abstieg, aber die Wurzeln versperren den Weg. Sieht ein bisschen aus wie in Alice, ne? Nun gut, ja. Gib mir einen kleinen Augenblick Pause. Ich sorge nochmal eben für die Getränke B und Entsorgung, Fair und Entsorgung und bin dann gleich wieder bei euch. Bis gleich!